so, jetzt geht's los. Wir wollen aber was sehen. Keiner ist neugierig, aber wissen wir uns alle, ne? Oh. Und bin mit vielen Küberaufklebern. Oha, das ist auch gut. Da sagt er. Arnhem. Ja, Arnhem. Hackspace Arnhem. Mit Unterschriften und. Arnhem ist Niederländer, ne? Er kommt mir bei den Amateurfunkern immer vor, Arnhem. Ist das Arnheim? Ja, könnte, also eine Sprache könnte das durchaus sein, ja. Das ist Niederländer, holländisch. Ist also ähnlich. Leere Bierbüchsen? Oder? Ist das dann aufgetrennt, oder wie? Ja. Antennen. Maybe. So, oh Gott, die sind nochmal alle einzeln eingepackt. Soll ich die auch aufmachen, so? Naja, erstmal kannst du sie alle rausholen, damit wir sehen, was da alles drin ist. Nee, mach ruhig. Okay. Ja, mach erstmal eins nach anderen hin. So, wir hatten die Büchse. Manches. Ein türkischer Hackfleisch. Und Zoom? Ja, das sieht nach was zu essen aus. Zoom? Kann aber auch ein bisschen. Okay, ja, gut. Ich mach's jetzt nicht weiter auf, aber ich glaube, das sind Kekse. Richtig geil. Ja? Das sind Honigwaffeln. Oh, Honigwaffeln. Doch, mach gleich auf. Ja. Mach gleich auf. Los. Stimmt, die gibt's bei uns auch zu kaufen. So ein bisschen. Martin, du bist drauf, ne, wenn du da sitzt. Nee. Möchte jemand? Ich überblende das Weiß gerade ein bisschen sehr stark. Er beschlägt auch gerade. Achso, der beschlägt auch gerade. Ja. Muss mal probieren. Spitze. Na gut. Iss mal. So. Pack sie hier rein. Stell sie da hin. So, hier gibt's noch Alternative. Ich hab doch gesagt, nicht zu lange ungeöffnet lassen, sind unsere Umstände verderbliche Waren. Oh. Was für Tee, Liebhaber? Ein Tee-Ei. Ja, auf der anderen Seite ist dann nochmal. Nein, dreh mal. Was ist denn Tee? Kann ich nicht sagen. Sieht aus wie. Das Tee aus Ostindien. Ah, ich glaube, dieser dieser schwarze Weihnachtstee hier. Schwarzer Tee, orange Himbeer, Zimt, Hagebutte, genau. Tee. Ja, ja. Also es ist schwarzer Tee mit Weihnachtszutaten quasi. Immer noch beschlagen. Ja, das müssen wir das nächste aufheben. Ja, die untere Ecke. Aber sie essen ja. Hey, echt geil eingepackt, ne? Ja, auf jeden Fall. Auch mit ganz viel unterschiedlichem Papier. So. Kostet jetzt auch mal anklicken. Ja. Was sind auch hier noch? Die sind echt. Ich hab gar nicht heute Kaffee stehen, dann kann ich euch wieder stehen, weil wir den ganzen Keks. Das ist ein Weihnachtsgebäck. Was ist das? Ich glaube, das sind so Streusel, die du dir auf deinen Toast machen kannst. Also nicht so wackeln. Ah, okay. Krass. Okay, ja. Streusel fürs Brot. Fürs Brot. Wahrscheinlich, die schmelzen dann wahrscheinlich, wenn du Toast heiß genug ist. Gut. Oh, weiter geht's. Bist du jetzt schon müde oder was? Ja! Kann ich nicht entziffern? Robot. Ja, irgendwas mit Robot. Robot. Nur mach doch mal auf. Soll ich mal aufmachen, ja? Robot klingt gut. Krokant. Ah! Das ist ja. Sehr cool. Keine Elektrode. Also Überbackung ist gut. Ja, das stimmt. Das muss man sagen. Da liegt irgendwo noch ein Messer, du. Ja, ich glaube, das
Brauche ich auch. Hier ist mir irgendwas Glasmäßiges. Ne? Ich muss mal meine anderen Schrupper dann ich will mir mal einen Lüftschrupper. Okay. Wer möchte das probieren? Es ist markiert. Was ist das? Geneva? Ich kann gar nicht zoomen, aber da ist. Halt mal kurz. Ich muss mal Fokus stellen hier. Okay, giftig. Wenn ich den Fokus finden würde. Ja, okay, da ist er. Du brauchst mit der Abstand 20 mehr. Schon wieder beschlagen hier. Was im Ätzen. Könnte vielleicht Alkohol sein, aber ich würde es nicht ausprobieren unbedingt. Aber vielleicht steht es noch irgendwo. Oh, mach mal das Licht aus, wenn es dunkel leuchtet. Ja, Ich würde mich auf die andere Seite stellen, damit die Leute sehen, dass da leuchtet. Was ist es? Ein Drogenpaket, das sieht aus wie Spritzbesteck. Ach, geil! Oh. Sogar, und was ist das, der Alka-Seltzer? Alkoholpad. Achso, Alkoholpad, ja. Partykit. Partykit. Mit Pillen und Dollarschein zum Koksen. Wie geil. Und ach, guck mal da, hier. Jetzt Koksen mit bei. Chris Murphy ist auch dabei. Stimmt, Tatsache. Da ist ja krass. Und Kerzen zum Heißmachen für natürlich! Heroin, wie geil ist das? Oder die nächste Party starten, oder wie? Das ist ein Knaller. Ja. Nee? Eine Filmdose. Mit Echtdrogen. DVZ? DVZ Ultra was? Ultralux. Ultralux. Porträt. Ist das wirklich ein Film? Das ist das wirklich ein Film? Das ist eine Filmdose. Ja, aber ist eine echte Filmdose. Aber ist da auch ein Film drin? 35 mm Colorprint. Guck doch mal rein. Ja, natürlich. Ja. Da ist ein Film drin. Ist der? Ey, der ist sogar noch neu. Aber da steht Pool. Ja, zieh mal. Nee, zum Einlegen. Nee, meinst du? Zieh mal ein bisschen. Ich wollte sagen, ein Stück kann ich. Wautsche. Warte mal, ich muss mal ein bisschen. Warte mal ganz kurz. Da ist ein Text drauf. Okay, machen wir weiter. Ein Fotoshooting. Shooting im Hack 42. Wie geil ist das denn? Das ist mal ziemlich geil. Das ist ja cool. Das ist ja geil. Das ist gut gemacht. Das haben sie, noch das haben sie wirklich gut gemacht. Filmdose reingesetzt, ne? Wie geil. Ja, dann wissen wir, wo wir diesen Sommer hinfahren. Kleiner Umweg beim Camp. Genau. Disketten! Cisco! Warte mal. Ich muss hier mal. Und ein Fokus? Da. Das ist ein Floppy. Ja. Noch. Alles die gleichen? Nee, da steht 3 von 5 drauf, also ich geh mal drauf. Okay, okay. Soll ich reinkommen? Nö, ist gut. Ich denke, das wird okay. Mit Packaging. Irgendwie Knoblauch? Die herzhaften Schweineohren. Lecker. Knoblauch. Sehr gut. Da, das habe ich vorhin schon gesehen. Tatsächlich. Was ist das? Das ist doch ein Switch. Ein Switch. Cool. Switch kann man immer gebrauchen. Noch eine Eis. Schöne niederländische Fahnen, warte, du bist so. Ja. Wie können wir uns an die Ecken von den Laptop dran machen? Die Fähnchen. Ja, ja. Die haben sogar ihren eigenen Kugelschreiber. Warte, da, ich hab ihn. Hm, cool. Jetzt haben wir auch einen. Das ist eine Filmdose. Das ist wirklich eine Filmdose. Ja. Ich werde bekloppt. Aber das ist, die ist noch zu, ne? Was steht denn da drauf? Steht da was drauf? Was nee. Man irgendwie. Nicht, da steht auch. Achtung, irgendwas? Noch irgendwas? Nö. Nee. Also die ist wirklich noch zugeschweißt auch. Okay, dann muss ich jetzt trotzdem aufmachen. Hilft nichts. Ja?
Ja, mach auf. Schneiden. Oder steht da irgendwo noch was? Ist, ja noch, mal erstmal noch kurz. Ist da vielleicht noch ein Zettel drin oder ja, was? Ich nimm die auch mal rum hier. Gut gemacht, ne? Oh. Sämtliche Arten von Nerds. An alle adressiert quasi der Zettel. Warte mal. Modellbauer. Hardware-Nerd. Coder. Künstler. Whisky-Nerd. Musik-Nerd. Nerd in Space. Sprache wird's immer lustiger. Scheikunden-Nerds? Keine Ahnung. Whisky-Nerds gefällt. Alles ist auch nicht schlecht. Whitkin, Brein-Nerds. Oh. Okay, cool. Huch. Sticker. Oh, die haben sogar Bookcrossing? Das ist ja cool. Mit, in der Heimatsprache quasi. Nochmal. In verschiedenen Sprachen. Achso, nee, auch. Ich guck mal, was hier draufsteht. Ich glaube, Datenkarten findet heute nicht statt. Hm. Und nochmal kleine Flyer. Ah, cool. Ein bisschen Werbung muss sein. Pack es aus. Sehr geil. Ich hab's auch schon gesehen. Knicklichter. Knicklichter mit Steck hier, Armband. Knicklichter, yeah. Sehr gut. Ah, schön einzeln verpackt, ist schön. Das ist eine DVD. Nee. Ich sehe ja schon in PlayStation durch. Eine PlayStation? jeder denkt, dass, oh, das ist ja wirklich PlayStation. Ja, sehr geil. Sehr, sehr gut. Mal gucken, ob auch das drin ist, was draufsteht. Spannung. GTA! Sehr cool. Für die nächtliche Zockabend ist drin. Ist tatsächlich drin. Sehr cool. Kann man das auch noch spielen? Na? Ach, das geht. Das hat mir damals weggenommen nach dem ersten Amoklauf. Weil ich erst 14 war und das Spiel ab 18 war. Meine Eltern der Meinung waren, das könnte mit mir auch passieren. Das habe ich auch erst mit 18 wieder gekriegt. Da wollte ich nicht mehr spielen. Das kann ich verstehen. Es kann sich manchmal nimm das Messer, ansammeln also, ja. Bei manchen Leuten. Nein, kein Messer. Altoys? Nee. Nee? Barclays Chocolate. Oh, das ist eine gute Sorte. Ja. Chocolate kann Mint. Mach mal auf. Aha. Verarscht. Mach mal, was ist dahinter? Da sind. Was sind das? Was ist hier denn handlich? Ich würde sagen, das ist eine Glimmlampe. Okay. Auf die Entfernung. Da ist eine kleine Kugel drin. Das täuscht. Da ist wirklich eine Kugel drin. Dann ist es ein Quecksilberschalter. Das ist auch ein rares nicht, Teil heutzutage. Der Quecksilber nicht, aber es wird ein Schalter sein, ja. Das ist ein Quecksilberschalter, der ist lageabhängig, rollt denn das Ding hin und her. Das ist auch flüssig. Das ist performt. Quecksilber okay, ist normalerweise flüssig. Dann ist es wirklich seine Finger so jetzt. Das ist nicht dein Tag heute, ne? Das, also, ist, aber das ist wirklich cool. Ja. Der ist wirklich gut, cool. Da bauen wir mal was mit. Das sind bei Lageveränderungen umschaltet. Ich hab auch noch einen zu Hause. Einen größeren, also der ist so groß ungefähr. Ja, so was habe ich noch nicht. Ich kenne die Dinger, aber ich habe keine da. Also in meiner umfangreichen Sammlung. Ich hab's so geschüttelt eben. Macht nichts. Boom. Bookcrossing in Deutsch. Ja, Bookcrossing ist cool. Das klebst du in ein Buch und dann reichst du das immer weiter, das Buch. Mhm. Ja. Das, ach, das geht auf Wanderschaft denn. Und irgendwann gehst du dir zurück und, oder so. Nee, das muss nicht. Nee. Achso, das geht. Genau. Achso, das kann man verfolgen. Ja. Ja. Ich habe sowas bis jetzt immer anonym gemacht, in so Tauschschränken und so. Genau, dieses Bookcrossing ist aber auch
nicht, also da ist der Tauschschrank die Welt sozusagen. Hm. Das ist die Idee. Naja, klar, das ist eine gute Idee. Stationen gibt. Genau, es gibt auch Buchhosting-Stationen, meistens diese Buchaustausch. Ich habe nämlich ein paar Bücher übrig und. Diese Buchaustauschstationen häufig auch Umschlagplätze für Buchhosting. Mhm. CT, Desinfekt! Das auch ist sogar Deutsch. Wichtige. Ja, natürlich, die ist, sogar, die ist sogar wichtig, weil Desinfekt ist ein cooles System. Mhm. Ja, okay. Sehr cool. Ja, haben wir im Abo da. Ich habe gerade den neuesten Hack probiert. Notfallsystem gebaut. Weil ich das Messer dann doch schon mal in der Hand habe. Nein, nicht hier vorgreifen, Herr von und zu. Okay, Achtung nur mit Stiefeln. Boah, kein Problem, hör ich an. Das sieht auch wie ein Buch aus. Ja. Ein Penguin Books. A Several Head. A Several. Aha. Okay. Official Book Course. Ja. Iris Murdoch. Mhm. Sagt mir nichts. Sieht aus wie ein Krimi. Ich werde übrigens mit ohne H geschrieben. Auch nicht mit K. Und du heißt nee? Iris? Nein. Nein. Noch nicht, nein, aber es kommt noch. Bei mir ist es ja der Vorname. Das sind jetzt aber... Das sind Bonbons. Das sind Knall. Oh. I like Bonbons. Genau. Für die Party. Das ist nochmal extra. Das kann ich ja ranbasteln. Nee, das war, glaube ich, das Finger. Bis dann. Ja, hier zieht doch mal einer gleich hier. Mach mal auf, damit auch gezogen werden kann. Ja, alle, ne? Ja. Wer möchte? Na, du hast ihr beide, steht ja gerade so gut. Nee, wir müssen zusammen. Ach so. Ach so, ich habe hab jetzt... Ja gut, dann macht das so. Okay. Funktioniert. Doch, es hat geknallt. Hat es hat ganz es wenig hat geknallt. Ja, mehr soll es ja auch nicht. Du guckst ja jetzt rein. Normalerweise muss da was rausfliegen. Sonst spiele ich nicht mit. Los, guck da rein. Oh. Ne, da ist was drin, wenn nicht? Ist da nichts drin? Mach mal auf. Muss was drin sein. Da muss was drin sein. Ich glaube, das wäre so oder so nur auf der einen. Ja, das ist das Knallzeug, ne? Nee. Da ist, guck mal. Eine Krone oder sowas. Oh. Okay. Ja, hier. Und der schlag uns mal nicht die Geschenke. Ja. Das ist was zum Aufblasen. Und Zettel mit Text. Gib den Zettel mit Text mal weiter. Kann jemand anders lesen, dann, während du aufmachst. Ich lesen kann. Whatever you dreaming on, dreaming of, it can't keep you awake. Oh. Ist eine Krone! Das ist gut. Da sagt er, ist nichts drin hier. Ja. Frisch gekrönt. Mehr Fähnchen. Ich hab mich mal selbst erinnert. Mehr Sticker. Und Kuli. Okay, die lasse ich jetzt hier drin. Die mehr komische kleine Packung. Ja, los, pack aus. Schokolade? Mm. Hier, nicht so weit weg. Geh mal gleich hier. Ich hab von mir aufgetragen. Mit Calcium. Oh, das ist schwer. Das ist schwer? Und das ist also etwas schwerer auf jeden Fall. Das hier soll ja. Ein Akku, ein Netzteil, ein USB, ein HP, USB, ein HP-Netzteil oder so. Talking Station? Talking Station. Ja. Port-Replikator, was er sagt. Ja. Port-Replikator, cool. Das ist doch nicht schlecht, kann man gut gebrauchen. Kann ich gleich probieren, ob geht. Und weg damit. Jetzt kommt Bonus oder was? UMTS-Karte. Okay. Um die Story. Ich hab den Vogel schon wieder verloren. Das Modem drin. Das ist sogar drin. Das ist drin. UMTS-Modem. Sogar mit doppelseitigem Klebeband hier verklebt. So gehört sich das. Ein USB-Netz. Oh, das ist aber nicht der Reiser. Das Reisenetzteil. Ja. Das Reisenetzteil. Obwohl, mit ein bisschen Gefühl kriegt man es auch unter eine deutsche Steckdose. Zumindest einmal. Mit dem Hammer. Die Steckdose nur ein bisschen auf. Mit Fernbedienung! Ist das eine Universalfernbedienung? Also, das ist zumindest denn für einen HTPC. Also, Infrarotempfänger ran und dann geht er bestimmt. Halt mal einfach auf den Beamer drauf, wenn er ausgeht, bis es geht.
Oh, ich sehe was anderes da drin im Pack. Ist da Batterien drin? Ja, ich sehe auch Wackelaugen. Ich muss da mal reinzoomen. Ja, Wackelaugen. Wackelaugen. Oh, geil. Dreh mal andersrum, da sind so wenig Wackel. Ah, guck mal. Oh, sehr geil. Bunte sogar. Und in drei Größen. Und drei Größen. Ja. Unglaublich. Das ist ja cool. Was Aufkleber? Ist das einfach nur. Das ist like. Oder ist da irgendwas drin? Nö, würde ich nicht sagen. Aber. Und ganz viele Sticker. Mhm. So gehört sich das. Warte mal. Ja. Werbung. So gehört sich das. Scannen, entdecken, teilen. Mhm. Das ist wirklich, das sieht aus, guck mal, da ist ein Symbol drauf für Hyundai, brilliant, ja. Für NFC oder Funk oder sowas. Mhm. Aber das ist ja das, also das gehört zu Hyundai hier auch. Vielleicht kann man tatsächlich da irgendwas gucken. Was ist das? Eine Lupe. Eine Lupe, das ist immer gut. Das ist gut, ja. Jo. Ich glaube, mehr Kaffee kann ich da nicht. Der Kaffee war's. So, von wem war das jetzt? Und einmal. TechSpace. Da ist doch ein dicker Flyer da. Arnhem. Wenn ich das richtig ausspreche. Warte mal. So, jetzt habe ich einen Fokus. Okay. Vielen Dank. Thank you.